Hallo, ein neuer Tag ist angebrochen. Und wir haben erfahren, halt, dass heute an dem Spiel weitergearbeitet wird. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, die Arbeiter zu befragen. Nein, doch. Und ja, wir nehmen euch jetzt mit. So, wir werden jetzt die Bauarbeiter befragen, weil wir haben sie gerade gefunden. Und schauen wir mal, was wir aus ihnen heraus. Befragungsrunde. Mike, kannst du uns was über deine Arbeit erzählen? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Wir haben jetzt eine Person gefunden und die arbeitet am Tisch. Und vielleicht kann ich uns ein bisschen mehr sagen über das Spiel, weil schon schaut danach aus, als würde sie was wissen. Grüß Gott. Kannst du uns was erzählen über das, was du gerade arbeitest? Doch. Doch. Burgreiner Ackstein, hat das was mit dem Spiel zu tun? Komm, sag. Doch, da hat das halt hundertprozentig was mit dem Spiel zu tun. Wir haben einen Hinweis gefunden, Leute. Komm, sag uns bitte. Gibt's da in der Burg? Okay, let's go. Let's go. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Sagen kennt, aber bei einer geht's halt darum, dass... Wie bei allen. Ein Typ Menschen einsperrt auf einem Balkon und die dann eigentlich sterben lässt. Und schau dir mal. Das darfst du nicht sagen. Warum nicht? Nein, weil das zu viel von der Geschichte verratet. Hello. It's me. Gleichzeitig passt dieser Platz sehr gut zu anderen, zur dritten Sage, mit der eisernen Kette in der Donau, weil man einen super Ausblick auf die Donau hat. Ich wette, da wird irgendwo ein Rätsel sein. So, ich glaube, wir haben jetzt das gefunden, was zum Spiel gehört, weil das ist abgesperrt und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal da rein. Kamera. Gehen wir einfach mal rein und schauen uns das mal an. Wow, das schaut echt krass aus. Also, es ist auch wieder so. Das ist eindeutig irgendwas für das mysteriöse Spiel. Ich würde sagen. Die magische drei. Drei Sagen, drei Anfangsräume, drei Endräume. Ich glaube, das könnte ganz gut hinhauen. Nein? Doch. Schwarz oder weiß? Junge. Niki, deine Weste. Wo? Da! Bestie! So Leute, ich hoffe, euch hat dieser Vlog über die Burg Ackstein und die drei Sagen gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick in die Spiele bekommen. Und wir wollten hiermit nochmal den Vlog beenden, beziehungsweise die drei. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen können und grüßt Agi von uns. Und ja, viel Spaß beim Spielen!